Hallo und herzlich willkommen bei den Beleuchteten Brüdern. Ich bin Biber ohne Ponk heute leider, denn ich präsentiere euch im Gegensatz zu alten Kamellen wie sonst tagesaktuell den Download-Content von Mario Kart 8 mit drei neuen Fahrern: Tanuki Mario, Cat Peach und Link, den ich natürlich auswähle. Und selbstverständlich im Blue Falcon, denn das ist die klassische Kombination. Es gibt zwei neue Cups. Den Triforce Cup, den ich vorhin schon einmal gefahren bin, und den Egg Cup. Und jetzt starte ich also in ein ganz neues Erlebnis auch für mich. Eins von zwei Download-Paketen, die ich zusammen erworben habe. Das zweite kommt erst nächstes Jahr raus. Ich glaube im März. Und dieses ist eben heute frisch erschienen. Eine alte Strecke vom GameCube, die ich damals, glaube ich, sehr gut fand. Da kann man, glaube ich, durch den Wasserfall durchbrettern zum Beispiel. Ups, das wollte ich mir nicht. Ja, es gibt Leute, die finden das Spiel gar nicht mehr so gut, wie es anfangen. Nach euphorischen Glücksbekundungen schien, aber ich bin auch immer sehr zufrieden mit dem Gesamtpaket. Es ist einfach eine wirklich tolle Fansammlung. Oh ja, hier sind diese krassen Kurven, ich erinnere mich dunkel. Gute Musik auch. Ich mag den GameCube-Teil ja nicht so gerne, aber zumindest dieser Song ist fantastisch. Und die Strecke ist auch ganz gut. Wobei die mir jetzt nicht sonderlich geremaked vorkommt. Natürlich hübscher und in HD. Aber da haben einige der Strecken in den anderen Retro-Cups doch deutlich mehr gerockt. Ja. Das Besondere an diesen Cups ist, dass es nicht wie sonst klar getrennt ist in Retro und neue Cups. Beide Cups haben alte Strecken und neue Strecken. Und ich glaube auch nicht mal 2 und 2, sondern es gibt insgesamt, glaube ich, 3 Retro und 5 neue Strecken. So wie ich das verstanden habe. Und die letzte Runde, angefeuert von den Yoshis. Das ist schon wirklich ein bisschen bizarr, muss man sagen, mit Link durch Mario Kart Strecken zu fahren. Aber warum nicht? Ich bin sowieso eigentlich dafür, dass man so ein All-Star Mario Kart macht, so ähnlich wie bei Smash Brothers, und mehr Figuren und mehr Strecken aus anderen Spielen auch zulässt. Eine Metroid-Strecke, Donkey Kong-Strecken gibt es ja schon. Donkey Kong ist ja bereits Teil der Franchise. Jetzt kriege ich den Stachelpanzer. Und Wario freut sich. Und wenn Donkey Kong Teil der Franchise ist, gut, Donkey Kong war immer schon ein bisschen enger mit Mario. Oh nein! Immer schon ein bisschen enger mit Mario verbunden. Dann weiß ich nicht, was dagegen sprechen sollte, auch die anderen Figuren reinzuholen. Immerhin ist zweiter noch geworden. Aber ein 3-Sterne-Cup wird das nicht mehr, aber da konnte ich auch wirklich nicht viel machen. Nach dem Stachelpanzer. So, das war die erste neue Strecke. Bisschen unspektakulär. Geht gleich weiter mit. Ich habe mir vorher keine Videos angeguckt, glaube ich. Doch, ich habe die einen Video von der Hyrule-Strecke gesehen. Die Excitebike Arena. Auch eine sehr, sehr schöne Idee, mal so eine Franchise mit reinzunehmen in Mario Kart. Die können jetzt wirklich eine Menge Scheiß machen. Ich finde es auch gut, dass sie diesen Scheiß in Download-Content machen. Vielleicht testen sie damit auch ein bisschen die Akzeptanz und haben das eigentliche Mario Kart straight gelassen, so wie es ist. Mario Kart only. Und haben nutzen jetzt den Download-Content für so ein paar Experimente. Und warum nicht auch eine Excitebike? Vielleicht gibt es auch eine 1080 oder eine Wave-Face-Track, ist eher unwahrscheinlich. Dazu müsste es schon
eine sehr langweilige Strecke, aber eine sehr lustige Idee. Geben sich schon Mühe. Jetzt habe ich fatalerweise ein Defensiv-Item verschenkt. Das darf man beim neuen Mario Kart ja nicht mehr machen. Ja, kein besonders aufregendes Streckendesign. Wirklich mehr ein Gag. Ich höre leider die Musik nicht besonders gut, weil es spät abends ist und ich den Sound leise gedreht habe, was auch deswegen notwendig ist, damit man den Sound nicht doppelt hört bei dieser neuen Aufnahmemethode, die wir seit kurzem haben, um HD-Qualität zu präsentieren. Ja, das ist wirklich eine sehr einfache Strecke. Vielleicht hätten sie sich lieber an Excitebike 64 orientieren sollen, aber das wäre wahrscheinlich nicht so markant gewesen wie dieses hier. Es ist schon ein großes Problem dieses Mario Karts. Sie haben ja, ich finde, sie haben viel richtig gemacht damit, dass sie die Offensiv-Items entschärft haben. Weil jetzt bei Mario Kart Wii war das einfach nur noch so ein 1000 Explosionen nebeneinander, alles nur noch Chaos und es war mir einfach zu viel. Das hat ja auch immer ein bisschen den Reiz ausgemacht in den alten Mario Kart-Teilen, aber mir war es zu viel. Und ich finde den Schritt, den sie mit diesem Spiel gemacht haben, sehr wichtig. Aber ich verstehe die Kritiker in dem Punkt, dass es doch ein wenig öde ist, wenn man das Feld einfach so anfühlt. Gut, ich spiele jetzt auch nur 100cc und nicht 150, damit ich mich nicht völlig blamiere hier gleich. Aber entweder man fährt, achso, man rutscht gar nicht aus, man wird nur langsam auf dem Rang da durchfährt. Entweder man fährt, was für ein Fahrerfeld, ey. Baby Rosalina, Roy, Pink Gold Peach, Iggy, Tanuki Mario, Shy Guy. Naja, es sind einfach sehr viele Fahrer, aber auch ein bisschen ein paar uninspirierte. Naja, und dass man eben es auch wirklich schwierig hat, wenn man einmal hinten ist, wieder nach vorne zu kommen. Das macht es ein bisschen langweiliger an der Spitze und ein bisschen frustrierender im Mittelfeld. Dragon Driftway. Lakitu-Statuen. Lakitu ist also ein Freund der Drachenkultur. Ist aber jetzt an kein Spiel angelehnt, oder? Soweit ich das sehen kann. Einfach nur Fantasy im Mario-Land. Na gut, mal schauen, ob das hier von der Strecke etwas abwechslungsreicher ist. Es geht zumindest schon mal mit einigen Windungen los, wie es sich für einen Drachenbauch gehört. Eigentlich gefällt mir das Streckendesign in diesem Spiel wirklich herausragend gut. Gerade bei den neuen Strecken, aber auch bei den Retro-Strecken, die haben sie auch zum Teil ganz fantastisch neu gemacht. Ach, hier sind die beliebten Beschleuniger. Zum Soundtrack kann ich jetzt nicht viel sagen. Links, den habe ich nicht kommen sehen. Hätte ich mal lieber. Aber das stört mich auch schon seit langem bei Mario Kart, dass man den Knopf gedrückt hält. Halt, muss natürlich auch so ein bisschen. Ja, das Spiel zwingt einen, es macht es eigentlich so bequem, sich dauerhaft zu verteidigen, aber es nervt doch auch. Ja. Schöne Strecke, bisschen kurz, keine großen Spektakel, aber hübsch. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass man sich irgendwie bei den Designentscheidungen hier, bei den Strecken an sich, noch ein riesiges Bein ausgerissen hat, aber das muss man ja auch nicht. Es war relativ günstiger Download-Content und überhaupt ist es einfach geil, dass ein Mario Kart es bietet, zusätzlich zu dem gewohnten Umfang der 32 Strecken einfach nochmal 16 weitere dazu zu hauen. Das ist schon beeindruckend. Eine fernöstliche Musik. Und noch ein letztes Mal in den Drachenkopf hinein. Auch hier gilt wieder, ich sehe wenig vom Fahrerfeld und wenn ich es sehen würde, würde es schnell frusten. Aber natürlich macht das Spiel auch im Wesentlichen Spaß, wenn man es gegen menschliche Gegner spielt. Ich bevorzuge ja den lokalen Multiplayer-Modus, weil ich kein Konsolen-Online-Spieler bin. Aber online ist auch okay.
wenn er ja irgendwie relativ viele Serverprobleme haben soll. Ich hatte bis jetzt kaum welche, bei mir ging es eigentlich recht glatt. Aber viele klagen über den Online-Modus. Und falls ihr jetzt nur reingeschaltet habt, weil ihr gesehen habt, und darauf habe ich natürlich ein bisschen spekuliert, zugegebenermaßen, auch wenn ich dafür wahrscheinlich noch deutlich früher hätte aufstehen müssen, falls ihr nur für den Mario Kart-Kram reingeschaut habt und nichts von den beleuchteten Brüdern kennt, kann ich euch unseren Kanal nur sehr ans Herz legen. Normalerweise sind wir zu zweit, meistens. Und es ist super, wenn wir Videos produzieren. Einfach mal durchklicken, es lohnt sich wirklich. Oha, New City. Ach, das ist ja, stimmt. Da haben wir was vergessen. Das ist so ein bisschen die Entschädigung von Nintendo dafür. Achso. Das ist doch super. Das habe ich vorher auch schon gesehen. Nur die Startsequenz mit diesem kleinen Sound. Da habe ich das Video schnell ausgemacht. Weil ich mir die Überraschung nicht nehmen wollte. Was habe ich gerade gesagt? Weiß ich nicht mehr. Achso, ja, das haben sie hier den F-Zero-Fans hingeworfen als kleines Trostpflaster dafür, dass es kein F-Zero für, weder für Wii gab, noch jetzt für Wii U. Wirklich an der Zeit, dass es mal wieder einen F-Zero-Titel gibt. Was bringt es denn hier, wenn ich hier rüberfahre? Ha, das ist ja richtig lustig. Das lädt die Münzen auf, weil die Münzen, na gut, vergleichbar. Ja, wir haben wirklich... Also die Details in diesem Spiel, auch schon in dem eigentlichen Spiel, sind wirklich großartig. Aber dass sie Captain Falcon nicht als Fahrer gemacht haben, sondern stattdessen Tanuki, Mario und Cat Peach, wenn sie schon sein Auto hier drin haben und die... diese Strecke, das wundert mich wirklich. Es wäre doch ein leichtes gewesen, hier noch Captain Falcon reinzusetzen. Zumal es ja die Amiibo-Unterstützung mit Captain Falcon gibt. Ja, aber da kriegt ja nur der Mii so ein doofes Kostüm. Das ist natürlich kein richtiger Ersatz für den Captain. Wobei ich kein großer Fan von Captain Falcon an sich bin. Ich habe den auch nie gefahren in den F-Zero-Teilen. Immer andere. Aber er repräsentiert diese fantastische Franchise, die so viele gute Titel hervorgebracht hat. Zuletzt F-Zero GX für den GameCube. Knackschwer. Aber die hatten immer so tolles Streckendesign und so tolle Soundtracks. Abgesehen von GX, da hatten sie, finde ich, ein bisschen zu sehr die Techno-Schiene rausgeholt, die irgendwie alle Science-Fiction-Shooter haben. Aber ich muss sagen, es gibt einem hier schon ein bisschen das Gefühl, man würde einen F-Zero Titel haben oder sich zumindest vorstellen können, wie der aussehen könnte auf der Wii U. Ich habe jetzt lange nicht mehr GX gespielt, aber in meiner Erinnerung sah GX eigentlich schon fast genauso aus, nur eben nicht in HD, aber wahrscheinlich würde ein Wiederspiel mich da eines Besseren belehren, aber damals sah es ganz, ganz fantastisch aus. So, ein letztes Mal die Rampe runter. Das ist eine sehr gute Strecke, die gefällt mir bisher am besten. Ich glaube auch von allen, von dem anderen Cup auch, den habe ich ja vorhin schon mal gespielt. So, damit habe ich wohl den goldenen Cup gewonnen. Da war keine 3-Stern-Wertung, weil dieser doofe Stachelpanzer mich in Yoshis Strecke da ausgenockt hat. Und das Video geht 13 Minuten, ich werde einfach beide Cups in ein Video packen. Ist ja ein bisschen länger, aber da hat man alle zusammen. Den Eckkampf habe ich gewonnen. Das Highlight-Wheel gucke ich mir nicht an. Das erspare ich euch. Da ist das Ding. Baby Rosalina ist Zweite geworden. Na gut. So, und das gleiche gleich nochmal. Auch wieder in der langweiligen 100er. Vielleicht soll ich mal jetzt Tanuki Mario nehmen. Jetzt nehme ich mal Tanuki Mario. Und es gibt noch andere neue Geräte, zum Beispiel das Tanuki Kart. Wobei man sollte ja auch immer die Werte sich angucken. Ich nehme natürlich immer gerne viel Speed. Das hat das Tanuki Ding. Hier gibt es noch dieses geile Epona Bike. Master Cycle.
Also es sieht tatsächlich, ich weiß nicht, ob man das jetzt gesehen hat, es sieht tatsächlich aus wie ein Pferd. Das ist links geiles Superbike. Aber ich werde, normalerweise fahre ich immer mit irgendwas hier oben, mit dem glaube ich, weil der so schön schnell ist. Aber jetzt mache ich mal den neuen Style. Ich nehme keine Mercedes-Reifen. Ich nehme die lilanen Reifen. Und Link passt jetzt auch nicht mehr zu mir. Als Mario nehme ich natürlich Bowsers. So, den habe ich schon gespielt. Der war insgesamt ein bisschen besser, glaube ich. Ja, ich würde sagen, die Eisstrecke nimmt sich nicht viel mit der Drachenstrecke. Aber die Retro-Strecken sind besser als diese Yoshi-Strecke. Die ist wirklich deutlich besser. Die hier zum Beispiel, mochte ich auf der Wii nicht, ist aber jetzt schon zum einen wunderschön. Die haben sehr gute Designentscheidungen getroffen. Was das Licht zum Beispiel angeht, hier mit den Fabriken, das ist halt so eine richtige, also diesen Fabriken ist ja Quatsch, ist keine Goldmine, aber diesen Schloten da, sieht sehr schön aus. Und die Musik kommt jetzt auch viel besser zur Geltung. Das war ja auch ein riesiges Problem des Retiles, dass man, das stört mich sowieso immer bei Mario Kart, man kann nicht Sound und Soundeffekte voneinander unabhängig einstellen in der Lautstärke. Und hier geht es auch nicht, aber hier haben sie zum Glück die Musik im Verhältnis ein bisschen lauter gemacht. Und es nervt mich so bei der Wii-Version, dass man ganz häufig, gerade weil das so dieses Explosions alles fliegt in die Luft Spiel ist, dass man die geile Musik gar nicht hört häufig. Ein großes Ärgernis in der Mario Kart-Reihe, wo ich einfach nicht verstehen kann, warum man einem nicht die Option wenigstens gibt. Ich fand die Strecke immer zu breit und irgendwie, weiß ich nicht, mir gefiel auch das Auf und Ab nicht so gut. Aber hier haben sie die Strecke mal wirklich sinnvoll und gut optimiert. So lauter Kleinigkeiten, die sie gemacht haben. Zum Beispiel das hier, ich weiß gar nicht, ob man das eben gesehen hat, dass hier das so hoch geht. Das neue, auf dem längeren Weg ist ein Pfeil im Boden. Ich glaube, diese Shy Guys am Rand sind auch neu, aber dafür würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen. So, und jetzt fahre ich den anderen Weg. Hier den Gold-Transportloren hinterher. Ja, ich finde Tanuki Mario ist noch ein bisschen okay. Pink Gold Peach und Cat Peach und Baby Rosalina und auch Metal Mario. Ich verstehe nicht, die haben so viele Charaktere, die sie benutzen können, warum sie so viele verschiedene Marios und diese ganzen schrecklichen Babys machen müssen, anstatt nochmal, ich weiß gar nicht, Lakitu ist glaube ich dabei, aber Wiggler hatten sie zum Beispiel mal im DS-Teil, glaube ich, oder bei 7, weiß ich nicht. Der war noch großartig, oder warum nicht mal Birdo oder ein Goomba, oder auch wie bei Double Dash, die Piranha-Pflanze oder Boohoo. Also einfach wirklich originäre Charaktere und nicht diese Kopien und noch ein Skelett-Bowser und noch eine dritte Peach. Oh, fuck you. Das kann ich nicht nachvollziehen. Vielleicht haben sie die Piranha-Pflanze nicht reingenommen, weil... Ach, schon die dritte Runde. Ja, das ist ja toll. Das hat ja wieder super geklappt. Genau wie eben. Unverschuldet, kurz vor Schluss. Um die 3-Sterne-Wertung gebracht. Aber gut, wir sind ja heute nicht hier, um Sterne zu gewinnen, sondern um die neuen Strecken zu zeigen. Das ist bis jetzt ganz gut gelungen. Hier habe ich vorhin auch gedacht, ich bin vorhin auch mit Link gefahren, in dem Blue Falcon. Und bei welcher anderen Firma gibt es das? Bei welchem anderen Hersteller, bei welchen anderen Spielereien? Dass man in einem Nachfolger eines Spiels von, was, 1993 oder so, einfach auf jeden Fall aus der SNES-Ära, einem uralten Spiel, einem Nachfolger davon, auf der einer der alten Strecken von damals mit
einem Protagonisten aus einer anderen riesengroßen Serie, die ebenfalls genauso langlebig ist, in einem Auto aus einer noch anderen Spieleserie der gleichen Firma fahren kann. Also, das ist wirklich ziemlich besonders bei Nintendo, dass sie über so viele Jahre auch immer wieder mit Anspielungen und sich neu erfinden, aber trotzdem auch die so Tradition beibehalten, einem so einen Fanservice bieten kann. Weil dass ich mit Link im Blue Falcon auf dem Regenboulevard der SNES-Strecke fahren kann, die ich als Kind gefahren bin, während ich gleichzeitig als Kind das F-Zero für Super Nintendo und A Link to the Past gespielt habe. Das muss man... Man nimmt das jetzt irgendwie so hin, weil das ist halt so Download-Content und ja, Nintendo und Wii U und aber das ist großartig. Das darf man nicht vergessen. Man muss auch mal neben dem Ganzen analysieren und bewerten, sich zurücklehnen und einfach nur genießen, was alles möglich ist. Bei Nintendo. Und ich kann mir, also wirklich, welche andere Videospielhersteller kann so einen Fanservice anbieten? Keiner. Das ist die einfache Antwort auf diese Frage. Und das gefällt mir. Könntest du fast schon meinen, dass Nintendo es ein bisschen betreibt mit den ganzen Bezügen und Anspielungen, aber mir als alten Rechnern gefällt das sehr. Und die Spiele funktionieren ja auch so für sich genommen. Sehr gut. Ja, Waluigi. Da sind wir jetzt, stehen wir gleich an erster Stelle. So, und jetzt kommen die letzten beiden neuen Strecken. Das eine ist eine Eisstrecke. Die kommt nun. Ice Ice Outpost. Ich hätte beim Triforce Cup eigentlich gedacht, dass sie lauter Zelda-Themed-Strecken machen. Aber vielleicht auch besser so, dass sie nur eine machen. Also ich glaube, mein absoluter Favorit aus den neuen Strecken ist die F-Zero-Strecke. Dann vielleicht diese hier, die ist schon auch ziemlich cool. Wario's Goldmine ist auf jeden Fall das beste der drei Remakes. Weil bei der Super Nintendo Regenbogenstrecke von eben ist halt wirklich merkwürdig, dass es genau die Strecke schon in Mario Kart 7 gab als Remake. Das haben sie bis jetzt noch nie gemacht, dass sie den Remake zweimal benutzt haben. Aber langsam gehen ihnen ja auch die alten Strecken aus. Wobei es ja auch immer neue alte Strecken gibt. Also gibt ja immer einen neuen Teil. Und sie haben auch noch nicht alle verwendet. Man hätte zum Beispiel wunderbar eine der Schokostrecken auf dem Super Nintendo teilnehmen können. Die sind, glaube ich, noch nie verwendet worden. Das erste Spiel bei dem Remake gab, war der DS-Teil. Dann der Wii-Teil und der 3DS-Teil. Das ist jetzt das vierte Spiel mit Remakes. Da gibt es doch noch einige. Vom GameCube, vom N64. Mario Stadium zum Beispiel könnten sie mal wieder auflegen. Kommt ja vielleicht mit dem zweiten Download-Content. Und irgendwann erwarte ich auch nochmal so ein... Oh, ich will hier immer rechts über die Abkürzung springen, aber ich vergesse es immer. So ein Ultimate Mario Kart, wo einfach alle Strecken drin sind, die es gibt. Das wird wahrscheinlich nicht kommen. Aber irgendwie fände ich es auch ganz schön, dass man mal einmal einfach wirklich alle fahren kann und dann so einen gigantischen Marathon-Cup spielen kann. Mit allen Strecken, die es gibt. Ha, die habe ich auch gerade rechtzeitig abgewehrt. Den werde ich wohl nicht abwehren. Ach, hier habe ich schon wieder die Abkürzung verpasst. Mist. Hier rechts. Es gibt zwei solche Stellen in dem Level. Ja, ich mag das hier. Oh Gott, jetzt wird es auch nochmal wieder eng. Ich mag das hier, die Stelle, wo man. Ich glaube, das ist jetzt. Nee, jetzt kommt sie. Glaube ich. Ja. Während man fährt, achtet man da gar nicht so sehr drauf. Aber dass man jetzt hier hochfährt und jetzt wieder zurück auf die Strecke, das sieht einfach fantastisch aus. Das ist auch bei den Shy Guy Falls so großartig.
Und man nimmt sich beim Fahren immer gar nicht Zeit darauf zu achten, wieder die Abkürzung verpasst. Weil man so auf die Strecke fokussiert ist. Wenn man nur auf die Strecke guckt, ist es halt einfach eine gerade Strecke, mehr oder weniger. Aber es ist schon ein rundum begeisterndes Paket, dieses Mario Kart. Viel besser als Teil 7, viel, viel besser als der Wii-Teil, den ich wirklich für das einzige, absolut gar nicht gelungene Mario Kart halte. Völlig unfokussiert und völlig überbordend. Und auch mit den schwächsten Strecken. Ja, und jetzt die groß erwartete Zelda-Strecke. Man achte auf die Musik. Und die Rubine. Und Ludwig van Cooper fährt durch Hyrule. Wann hat es das schon mal gegeben? Nie hat es das gegeben. So, und da ab ins Schloss. Ja, ich finde die Musik schrecklich. So eine verrockte Version der Zelda-Musik. Ich bin ja immer, also Zero habe ich bedauert, als es nicht mehr den Rock-Soundtrack in GX gab, aber das ist einfach billig, finde ich. Das hätte man klassischer orchestrierter, also hier, man muss ja nicht so getragen machen, man kann ja durchaus ein bisschen Pep reinbringen, aber nicht diese schrecklich kitschigen E-Gitarren darüber. Die Rubine hingegen sind super, gute Idee. Und es ist schon geil, irgendwie jetzt auch. Wobei es sieht nicht so richtig nach einem Hyrule aus, es sieht mehr nach einer Mario-Strecke aus. Und das ist halt das große Problem dieser Strecke. Die Strecke an sich ist einfach mega langweilig und bietet gar nichts. Da hätte man irgendwie nochmal eine Wendeltreppe zu Ganon oder so oder irgendwas machen können. Was halt auch nochmal, na gut, das ist hier fast eine Wendeltreppe, aber es ist eine sehr uninspirierte Streckenführung, die mich sehr auch an ganz viele andere Strecken erinnert, einfach nichts Besonderes bietet. Ja, Ludwig nimmt die Abkürzung, hätte ich auch gemacht, wenn ich seine Pilze gehabt hätte. So, jetzt habe ich zwar nichts mehr gegen, was gegen Stachelpanzer schützt, aber dass das mal zusammenkommt, dass ein Stachelpanzer kommt und man gerade dieses seltene Item hat, ist eh so selten. Wobei ich hätte es auch einfach behalten können. Kannst du ja auch so zur Verteidigung nutzen. Ah, ist auch egal, es wird schon nichts passieren. Und wenn, wäre es auch nicht so schlimm. Ja, was denkt ihr von den neuen Strecken? Ich finde sie so okay. Ich finde es als Download-Pack fantastisch vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich finde die Idee an sich gut. Ich bin auch nicht grundsätzlich gegen Download-Content. Wenn er angemessen ist und nicht einfach wirklich Spielinhalte ausgegliedert werden, ist das hier definitiv nicht der Fall. Ich finde sowohl im Umfang als auch in der Art des Inhaltes ist das ein absoluter Zusatzinhalt. Und vielleicht erwartet uns ja mit dem nächsten Mario Kart tatsächlich eine Erweiterung auf andere Spielereien. Das wäre ja mal was. Und ich freue mich schon sehr auf das zweite Paket. Mit dem werde ich jetzt erstmal noch ein kleines bisschen beschäftigt sein. Nur die Fahrer sind ein bisschen enttäuschend. Und wie gesagt, die Strecken zum Teil gut, zum Teil nicht so gut. Aber vorwerfen kann man Nintendo da eigentlich, finde ich, relativ wenig. Und jetzt ist auch eine halbe Stunde durch. Ich check jetzt noch einmal das schöne Endvideo, das noch einmal die Zelda-Strecke zeigt. Und mich in Action mit meinem Bowsy-Fluggerät. Da gab nicht so viele Highlights, ne? Mir leid, weil Highlight Arm dieses Rennen. Da kommt aber Ludwig, obwohl ich ihn nicht getroffen habe. Ja, und leider wieder ein zweiter Platz und wieder keine drei Sterne. Aber ein tolles Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen, dein Interesse an wirklich guter Unterhaltung und nicht nur so, ich zeige dir mal ein paar Strecken, wie gesagt. Oh, die Custom-Video. Die beleuchteten Brüder sind super. Aber ich vermute, dass ich mit diesem Video sowieso viel zu spät bin und niemanden erreichen werde, außer euch üblichen, lieben, treuen Zuschauern. Aber auch ihr seid herzlich gegrüßt und mit diesen neuen Strecken bekannt gemacht.
Und jetzt wünsche ich euch eine gute Zeit und bis bald.